Das hier von Banksy, die diesjährige Weihnachtskarte mit der israelischen Mauer. Und die größte Installation von so Mauern, die halt Menschen davon abhalten sollen, sich irgendwo hinzubewegen, gibt es tatsächlich in Marokko. Und kennt kaum jemand. Dieser marokkanische Wall ist 2700 Kilometer lang, besteht so aus mehreren Segmenten und sind so diese in die Wüste gefrästen multiplen Wallstrukturen. So, wenn ihr euch dieses Bild anseht, kommt euch vielleicht der Gedanke, hey, das müsste man noch auf Google Maps sehen können. Ja. Haben wir dann auch getan, mal gesucht und tatsächlich sind diese Strukturen so groß, dass man sie aus dem Weltraum sehen kann. Also die und die werden von 120.000 Mann bewacht mit 7 Millionen Landminen. Also das ist halt so die Dimension, die man da so haben kann. Dazu muss man wissen, wenn man so eine Grenze irgendwo hinstellen will, die hält halt Leute nur ein bisschen auf. Was man also braucht, dahinter Männer mit Maschinengewehren oder halt Landminen, die Menschen darin hindern sollen, da durchzubrechen. Und dieser Trend zieht sich eigentlich durchs ganze Jahr so. Also Estland will einen Zaun an der russischen Grenze bauen, was wir so ein bisschen merkwürdig fanden. Ne? Das ist eine Reaktion auf Aggressionen Russlands, haben Sie gesagt. Und da habe ich mich gefragt, was passiert denn jetzt, wenn der Russe kommt und den Zaun sieht? Sagt er dann, hey Igor, geht heute nicht, gehen wir nach Lettland oder wie? So, heute keine Invasion, da steht ein Zaun. So, ja, Bulgarien hat diesen Zaun an der Grenze zur Türkei aufgestellt. Kenia baut sich einen Zaun Richtung Somalia. Und ich habe so ungefähr ein Dutzend Beispiele gefunden, wir haben jetzt ja nicht alle drin. Ein ganz wesentlicher Teil ist aber, Saudi-Arabien hat sich einen großen Wall bauen lassen von der europäischen Firma ERDS Richtung Irak. Und der besteht im Wesentlichen so aus Computern, Sensoren und Glasfasern und solchen Dingen, die halt diesen Wall, also beziehungsweise diese Zaunstruktur da verstärken.